Überall hört man, dass das Samsung S21 Ultra eines der besten Smartphones ist, das es derzeit auf dem Markt zu kaufen gibt. Aber hört ihr das? Nein, das ist kein Überraschungsei, das ist das Samsung S21 Ultra. Welche Überraschungen ich nach 2 Monaten mit diesem Smartphone gemacht habe, all das erfährst du jetzt in diesem Video. Das Design des Samsung S21 Ultra ist wirklich hervorragend. Das Phantomschwarz sieht sehr edel aus und weist eine sehr gute Verarbeitung auf. Die matte Rückseite, die aus dem robusten Gorilla-Glas besteht, ist kratzfest und verschmiert so gut wie gar nicht. Auch die Frontseite des Samsungs besteht aus dem Gorilla-Glas. Wie stabil das ganze Glas ist, habe ich natürlich nicht getestet. Kratzer konnte ich bisher überhaupt nicht feststellen. Die Quad-Kamera ist in den Rahmen eingearbeitet, der abgerundete Aluminiumrahmen ist schwarz glänzend, aber auch kratzanfällig. Nach 2 Monaten Nutzung konnte ich zwar noch keine Kratzer feststellen, das liegt aber vermutlich daran, dass ich das Smartphone wie ein rohes Ei behandelt habe. Eine Hülle würde ich auf jeden Fall bevorzugen. Das Topmodell liegt trotz der Größe schön in der Hand und das 6,8 Zoll Display macht einfach nur Freude. Das dynamische 120 Hz Display gepaart mit der QVHD Plus Auflösung lassen Filme strahlen und einfach nur gut aussehen. Zugegeben, ich war wirklich erstaunt, wie flüssig sich 120 Hz anfühlen. Hier gibt's ein dickes Lob an Samsung. Ich denke, dass dieses Display eins der besten Display, wenn nicht sogar das beste Display ist, das es derzeit auf dem Markt zu kaufen gibt. Auch bei Sonneneinstrahlung oder seitlicher Betrachtung gibt es nichts auszusetzen. Der Akku ist mit seinen 5000 mAh wirklich groß ausgefallen. Allerdings hören sich die 5000 mAh größer an, als sie sind. Zwar habe ich keine Probleme, durch den Tag zu kommen, aber für diese Leistungsstärke hätte ich doch noch einen Ticken mehr erwartet. Bei 120 Hz und voller Auflösung wird der Akku dann doch etwas schneller leer als gedacht. Unter der Haube befindet sich das Herz des Samsung, der Exynos 2100 Prozessor. Dieser ist sehr leistungsstark, so leistungsstark, dass ich keine Anwendung gefunden hatte, dass dieser noch schneller sein müsste. Je nach interner Speicherauswahl hat das S21 Ultra 12 oder 16 GB Arbeitsspeicher. Leider hat Samsung bei diesem Modell den Speicher intern verbaut. Das ist nicht nur ein Nachteil, sondern geht auch auf Kosten des Geldbeutels. Die 128 GB Version ist die günstigste Variante, die UVP von 1.249 €. Dieser Preis ist meiner Meinung nach zu hoch angesetzt. Zudem fällt dieser auch relativ rasch. Mittlerweile ist das S21 Ultra in der Einstiegsvariante ab 1.099 € zu haben. Was wirklich interessant ist und für die meisten ein Kaufgrund für das Samsung S21 Ultra, ist die im Rahmen eingearbeitete Quad-Kamera. Diese lässt wirklich keine Wünsche offen und da zeigt Samsung einfach, wie viel Power in so einem kleinen Sensor steckt. Zugegeben, das Fotografieren macht mit diesem Smartphone wirklich richtig viel Spaß. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass sich alle Einstellungen der Kamera manuell einstellen lassen und auch im Format RAW schießen lassen. Dies ermöglicht nochmals mehr Kontrolle über das Bild. Aber nicht nur die manuellen Einstellungen, also der Pro-Modus der Kamera, sind möglich. Es gibt noch weitere Funktionen und Spielereien der Kamera. Die Fotos sind bei guten Lichtverhältnissen sehr scharf, kontrastreich und weisen einen hohen Dynamikumfang auf. Egal ob mit der Ultraweitwinkelkamera, Weitwinkelkamera oder auch gezoomt. Alle Bilder überzeugen auf ganzer Linie. Einzig der Weißabgleich könnte für meinen Geschmack noch ein Hauch wärmer sein. Nahaufnahmen sind dank des großen Sensors ein echter Hingucker. Dem Bild wird ein tolles Bouquet, also eine schöne Hintergrundunschärfe, ins Bild gezaubert. Sobald das Smartphone noch näher ans Motiv gehalten wird, aktiviert sich die Fokusoptimierung. Hier wird die Ultraweitwinkelkamera aktiviert und so lassen sich auch coole Makroaufnahmen schießen. Aber nicht nur bei Nahaufnahmen überzeugt das Samsung, auch beim Zoom hat Samsung nicht gespart. Von der Schärfe der optischen Zooms bin ich wirklich begeistert. Sobald wir mehr als 20-fach zoomen, erscheint ein kleines Display, das bei der Orientierung des Bildes hilft. Das Bild ist stabilisiert und es lassen sich sogar Bilder, die 100-fach digital gezoomt sind, fotografieren. Das klappt erstaunlich gut aus der Hand. Leider ist dieser Zoom-Bereich aber digital und nicht mehr wirklich scharf. Wer hier noch scharfe Bilder erwartet, wird leider enttäuscht.
Trotzdem ist das Samsung S21 Ultra eins der besten Zoom-Kameras, das es derzeit auf dem Markt zu kaufen gibt. Was mir noch richtig gut gefällt, ist die Szenenerkennung. Hier wird erkannt, um was für eine Szene es sich handelt und die Farbe entsprechend angepasst. Das Essen sieht dann zum Beispiel einfach nochmal besser aus. Oder coole Mondbilder lassen sich schießen. Auch der Porträtmodus leistet gute Arbeit. Dieser funktioniert auch in den meisten Fällen sehr gut. Die Kontraste werden gut wiedergegeben. Einzig die Hautfarbe finde ich einfach manchmal etwas zu blass. Die Frontkamera gefällt mir auch sehr gut. Hier werden auch die Kontraste gut dargestellt und die Frontkamera hat einen sehr hohen Dynamikumfang. Einzig auch hier finde ich mich manchmal etwas zu blass. Eine schwierige Aufgabe für Smartphones sind generell die Nachtaufnahmen. Sobald es dunkler wird, aktiviert sich der Nachtmodus. Dieser ist in allen Kameralinsen möglich. Im Nachtmodus wird die Szene ein paar Sekunden belichtet. Hier werden die Bilder nochmals heller und farbenfroher dargestellt, als wenn der Nachtmodus deaktiviert ist. Der Nachtmodus funktioniert erstaunlich gut und trotz Dunkelheit lassen sich hier noch recht gute Ergebnisse erzielen. Trotzdem würde ich jedem raten, ein Stativ bei Dunkelheit zu verwenden. Hier lassen sich einfach nochmal bessere und schärfere Ergebnisse erzielen. Ein kleiner Nachteil ist mir beim Samsung S21 Ultra dann doch noch aufgefallen. Die Ultraweitwinkelkamera hat bei einem sehr hohen Dynamikumfang gelegentlich mal ihre Schwächen. In den dunklen Bereichen entsteht gelegentlich grüne Verfärbung. Das tritt aber nicht häufig auf, nur in extremen Situationen. Wer gerne Videos aufnimmt, ist mit dem Samsung S21 Ultra auch sehr gut bedient. 8K-Videoaufnahmen sind möglich, aber nur mit der Hauptkamera. Diese Aufnahmen sind dann aber unstabilisiert, maximal in 24 Frames per Second verfügbar und verbrauchen einfach extrem viel Speicher. 8K ist ein nettes Feature, aber vermutlich eher Marketing. 4K-Aufnahmen sind bei Tageslichtaufnahmen sehr scharf und kontrastreich. Die Farben sehen sehr gut aus und die Videos werden super stabilisiert. Der Autofokus ist gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist das Hin- und Herzoomen bei Aufnahmen. Das sieht etwas ruckelig aus und das Wechseln der jeweiligen Linse fällt auch auf. Bei Nachtaufnahmen ist mir aufgefallen, dass der Samsung versucht, die dunklen Stellen aufzuhellen. Dies hat zur Folge, dass das Bild zu rauschen beginnt. Hier hätte Samsung noch einen Ticken mehr rausholen können. Das war mein Fazit des Samsung S21 Ultras nach 2 Monaten Nutzung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen da, abonniere meinen Kanal, dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao!